Der Frühling steht vor der Tür, die Tage werden wieder länger und auch die Spielebranche erwacht so langsam aus ihrem Winterschlaf. Direkt zum Monatsanfang wird jetzt nochmal eines der besten Nintendo Wii-Rollenspiele für den New Nintendo 3DS neu aufgelegt. Xenoblade Chronicles 3D heißt das gute Stück und soll vor allem den Fans die Wartezeit auf den Nachfolger Xenoblade Chronicles X versüßen. Achtung! Der Handheld-Ableger Xenoblade Chronicles 3D benutzt die verbesserte Hardware des New Nintendo 3DS und wird auch nur auf diesem laufen. Wer erinnert sich noch an den Klassiker Dungeon Keeper aus den 90er Jahren? Mit War for the Overlord kommt ein vielversprechender Nachfolger auf den Markt. Endlich darf man wieder seine böse Seite in einer Fantasy-Welt ausleben. Ganz dem Vorbild entsprechend wird der eigene Dungeon errichtet und eine Vielzahl von üblen Kreaturen trainiert. Der Hamburger Spieleentwickler Daedalic haut mal wieder ein farbenfrohes 2D-Adventure raus. In Fire geht es um den Steinzeitmenschen Unk, der genretypisch diverse Rätsel lösen muss. Nur den klassischen Dialog wird es nicht geben. Die Figuren in diesem Spiel kommunizieren ausschließlich mit den Händen, Füßen oder Grunzlauten. Hierauf haben die PC-Spieler lange warten müssen. Endlich kommt Rockstars GTA 5 auch für die Windows-Plattform. Der Open-World-Titel bietet einen riesigen Action-Spielplatz mit zahlreichen Fahrzeugen, Missionen und einer kinoreifen Inszenierung. Natürlich können wir mit der Power eines PCs auch mit einer verbesserten Grafik rechnen gegenüber den Konsolen. Der jüngst veröffentlichte vierte Teil der Lebenssimulation Die Sims bekommt seine erste Erweiterung spendiert. Die Sims 4 an die Arbeit soll den Spielern ermöglichen, eigene Geschäfte zu eröffnen. So gibt es zum Beispiel eine Bäckerei, ein Fotostudio oder eine Kleiderboutique, in diese die Sims dann arbeiten oder einkaufen können. Der Name Dark Souls von From Software lässt viele Gamer-Herzen höher schlagen. Die Spielereihe ist bei vielen das Game of the Year 2014 gewesen, wurde aber bisher nur für die alten Microsoft- und Sony-Konsolen sowie den PC veröffentlicht. Mit Dark Souls Scholar of the First Sin wird jetzt nochmal die Xbox One und PlayStation 4 versorgt. Die Version wird nicht nur verbesserte Grafik besitzen, sondern auch direkt die drei Online-Erweiterungen beinhalten. Ende April erscheint dann noch das erste Kapitel des Rollenspiels Shadowrun Boston Lockdown. Der Titel hieß bis vor kurzem noch Shadowrun Online und wurde über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert. Seit einem Jahr ist die Early Access-Version bei Steam erhältlich, diese war jedoch vielen Käufern zu unfertig. Mal abwarten, wie jetzt die fertige Version aussehen wird.